Ja, hallo und willkommen zur Vorlesung Kontextualisierte und ambientintegrierte Systeme im Sommersemester 2021. Im ersten Video ging es ja vor allen Dingen um ein paar Formalien zur Veranstaltung. Den inhaltlichen Einstieg haben wir dann geschafft mit dem zweiten Video, wo es um ein paar theoretische Grundlagen ging, Multimodalität, Multikodalität etc., aber wo wir auch einen ersten Einblick in die beiden Begrifflichkeiten Kontextualisierung und Ambienz beziehungsweise ambientintelligente Systeme gewagt haben, was ja das Thema dieser Veranstaltung ist. Den Begriff Kontext, den Komplexkontext, haben wir dann in der darauffolgenden Lektion näher betrachtet. Heute geht es dann dementsprechend tiefer in den Bereich der Ambientensysteme, ambientintelligenten Systeme. Und wir werden dabei verschiedene Ansätze von verschiedenen Leuten, von verschiedenen Gruppen von Leuten uns anschauen und sehen, was die uns darüber sagen können, was Ambientintelligenz eigentlich ist oder sein kann. Ausgehend natürlich wieder von der ganz grundlegenden Definition, die wir bereits in der angesprochenen Veranstaltung zu allgemeinen Grundlagen gesehen haben. At the core of an intelligent system lies the ability to appreciate the system's environment, be aware of persons in this environment and respond intelligent to their needs. Und diese grundlegende Definition kommt aus dem ISTAC Scenarios for Army in 2010 Bericht von Ducatel und anderen. Und ja, hier geht es vor allen Dingen um die Szenarien, die dort auch im Titel vorkommen. Und wir fangen also damit an, dass wir genau diesen Bericht uns mal näher anschauen und anschauen, was das so auf sich hat mit den Szenarien und wie die einzuordnen sind. Wie in diesem Semester üblich, besteht der Rest dieses Video so gut wie ausschließlich aus dem Mitschnitt der entsprechenden Kurssprechstunde, die ich zu dem Thema auch abgehalten habe. Da haben wir halt die ISTAG-Szenarien für ambiente Intelligenz 2001 erschienen. Und die haben versucht, so das Spannungsfeld aufzudecken, in dem sich diese Technologieentwicklung befindet. Welche Möglichkeiten gibt es für Technologieentwicklung? Und auch, was ist notwendig, um das zu erreichen? Und was die halt gemacht haben, ist, dass sie in ihrem Bericht ganz am Anfang vier Szenarien hatten, die sich anhand von zwei Dimensionen mit Technologien oder die sich damit beschäftigen, wie solche Technologien eingesetzt werden können. Die eine Dimension ist halt in der Diskussion auch angesprochene, die diese in der Diskussion angesprochene Der nicht, das ist nicht Gegenüberstehen, sondern das ist so dieser Übergang. Ich komme jetzt nicht auf das Wort dafür, zwischen dem Individuum und einer individuellen Lösung, also auch einer persönlichen, technologieorientierten Lösung der einen Seite und der Community, also eher gruppen- bis gesellschaftlich orientierten Lösung. Das ist so diese eine Dimension, in der sie das gemacht haben. Das andere ist zwischen Effizienz und irgendwie sozial-humanistische Ziele zu haben und sociable humanistic. Wenn man möchte, kann man so ein bisschen da drin etwas wiederfinden, was man auch in der Diskussion in der Human-Computer-Interaction sieht, zwischen User Experience, die auch auch emotionale Zustände, hedonistische Prinzipien und so weiter versucht abzudecken, und dem, was man in der Usability, der Gebrauchstauglichkeit, als die effiziente Benutzung von Technologie betrachtet. Und das haben sie so als zwei Dimensionen identifiziert, an der man das nachmachen kann. Also möchte ich meinen Alltag effizienter gestalten oder möchte ich ihn irgendwie sozialer und lebenswerter gestalten? Und auf der anderen Seite bezieht sich auf das Individuum, bezieht sich auf die Community. Und da haben sie halt vier Szenarien entwickelt. Das eine ist individuell und effizient. Ein persönlicher, ambienter Kommunikator. Das ist Maria, die den benutzt. Das ist auch das, was sie sagen, was am ehesten umsetzbar ist, was den geringsten Zeithorizont hat. Aus den Gründen, die wir in der Diskussion noch angesprochen haben, dass nämlich die Technologieentwicklung für so das Teilen von Geräten, dass die Infrastruktur einfach nicht da ist.
Und wir aber auf persönlichen Geräten aufbauen, schon solche Sachen eher erreichen können. Dann haben sie zwei Szenarien, die ein bisschen weiter weg sind, nämlich Dimitrios, der irgendwie in die Verknüpfung gehen möchte, und um dort aber seine eigene Identität auszudrücken, und Carmen, die den Verkehrsfluss optimieren möchte, und beide gehen halt in den Bereich, diese Expertenkommission für ein bisschen komplexer hält, nämlich in Richtung Community und in Richtung Sociable Humanistik. Für die zum Beispiel bei Carmen, die braucht halt sowas wie eine Verkehrsinfrastruktur, die auch ja, Veränderungen im Verkehrsfluss, Störungen etc. Es wird eine Demonstration stattfinden, deshalb muss Carmen einen anderen Weg zu ihrem nächsten, zu dem anderen Weg finden, und an den Ort zu kommen, wo sie als nächstes sein möchte. Dazu bedarf es halt so einer Integration von Infrastruktur, die nicht da ist. Und dann das, was für sie am weitesten weg ist, ist halt das Social Learning by Connecting People and Creating a Community Memory von Annette und Solomon. Ja, und diese Szenarien, ich werde also diesen Bericht auch im Lernweb zugänglich machen. Die sind eigentlich ganz spannend, auch aus heutiger Sicht nochmal zu lesen. Was hat man sich denn dabei eigentlich gedacht? Und sie haben halt ein paar von den Technologien identifiziert, die noch entwickelt werden müssen, um das zu realisieren. Sie sagen ganz klar, und das ist auch durchaus ein Unterschied zu den ursprünglichen Ideen von Weiser: Wir brauchen sowas wie eine KI, die da eingebaut ist. Wir brauchen eine Weiterentwicklung von Mikroelektronik und Optoelektronik. Wir brauchen bessere Middleware für auch die Kommunikation von verschiedenen Systemen untereinander. Wir brauchen bessere verteilte Systeme. Wir müssen Aspekte wie Vertrauen und Zutrauen beachten, dass also die Leute auch eben Technologien benutzen, zu denen sie Vertrauen haben, und dass wir es zulassen können, dass Geräte vielleicht in einem Netzwerk miteinander kommunizieren. Das heißt, dann kommen wir auch in die Konvergenz der verschiedenen Netzwerke hinein. Wir müssen es möglich machen, Medien auszutauschen. Es muss möglich sein, auch wenn wir auf der unteren Ebene vielleicht noch verschiedene Netzwerksegmente haben, dass die irgendwie zusammengefasst werden. Wir müssen in Richtung von multimodaler Interaktion mehr machen. Und eben auch die Multilingual Dialog Modes. Ne? Also das ist schon eine Sache, dass wir also dann auch tatsächlich in eine Richtung gehen können für. Klar, in der EU besonders wichtig, dass man auch irgendwie über Sprachbarrieren hinweg sowohl Menschen untereinander als auch mit Technologien arbeitet. Und daraus haben sie halt so Requirements abgeleitet, dass wir erstmal mehr Forschung auch brauchen Richtung unobtrusive Hardware, also Hardware, die sich nicht in den Vordergrund drängt. Da spielen solche Dinge eine Rolle wie Stromverbrauch bis hin zur Stromerzeugung für den eigenen Betrieb. Weitere Arbeiten in Richtung Sensoren und Aktuatoren, dass wir eine Kommunikationsinfrastruktur haben, die es uns ermöglicht, nahtlos zwischen verschiedenen technischen, physikalischen Realisierungen von Netzwerken zu wechseln. Dass wir netzwerkfähige Geräte brauchen, die sich dynamisch rekonfigurieren können. Dass wir eben neue Geräte reinführen können, dass wir nicht darauf angewiesen sind, dass eine bestimmte Betriebssystemvariante vorhanden ist, sondern dass sie sich auch eine bestimmte Protokollversion vorhanden ist, sondern dass sie sich eben auch neu aufeinander einstellen können. Dann etwas, was die Natural Feeling Human Interface nennen. Und da kommen eben solche Sachen rein, wie die Multimodalität. Ne? Also mehrere Leute benutzen ein Gerät, das ist jetzt nicht multimodal, aber das ist eine Anforderung. Verschiedene Sprachen können benutzt werden. Überhaupt Sprache kann benutzt werden, Gesten können benutzt werden, etc. Und das Ganze soll dann auch noch möglichst sicher und also safe, dependable and secure sein, also Sicherheit in verschiedenen Aspekten betrachtet.
Aber die Idee hier dahinter war ja, dass man sagt, das sind also die Aspekte, die wir jetzt auch, ja, wo wir Forschung leisten müssen, als auch Anforderung an die EU, jetzt hier bestimmte Projekte zu sponsern. Das ist sozusagen dann die forschungspolitische Dimension ihrer Arbeiten, ihres Versuchs, ambiente intelligente Systeme zu definieren und diese auch ja, als die Realisierbarkeit zu untersuchen dieser Systeme. Dann ein anderer Ansatz, ich mache jetzt in diesem, was ich hier heute so ein bisschen in diesem Foliensatz mache, ist, dass ich so ein paar Ansätze mal einfach vorstelle, um versuchen, die Bandbreite darzustellen, was man mit Ubiquitous Computing, Ambient Intelligence eigentlich meinen könnte, ist von Boris de Ruyter und Emil Arz, beide auch bei Philips Research in Eindhoven, Arz auch Prof an der Hochschule dort, die auch sehr aktiv sind in der, ich sag mal, in Forschungsprojekten. Philips war auch sehr, ist auch heute noch sehr stark beteiligt bei auch so Industrie, Wissenschaftspartnerschaftsgeschichten. Und die haben, und Boris de Ruyter und Emil Arz haben halt auch so in einem Artikel, wo es vor allen Dingen darum geht, die Entwicklung oder Entwicklungsprozesse für ambientintelligente oder ubiquitäre Systeme zu beschreiben, so nebenbei auch nochmal beschrieben, was für sie eigentlich Ambientintelligenz ausmacht. Und die haben halt so, und für sie, die haben halt einen Ansatz genommen, dass sie auch über die Phänomenologie sozusagen rangehen und sagen, es gibt so ein paar Systeme und Technologien, die da sein müssten, damit wir von ambienter Intelligenz reden können. Und zwar haben die sozusagen auch ein multidimensionales Modell, wenn man so möchte, entwickelt. Das eine ist, dass sie von Systemintelligenz reden, aber das andere ist, dass sie von sozialer Intelligenz reden. Das Ganze soll auch eingebettet sein. Eingebettet heißt zum einen die technische Einbettung. Viele Geräte sind in die Umgebung eingefügt, aber eben auch die Context Awareness. Und das ist an dieser Stelle schon mal wichtig, wenn ihr als Hinweis, glaube ich, wenn ihr, wir haben ja in unserer Definition den Begriff der Context Awareness und der Kontextsensitivität ganz klar voneinander abgegrenzt. Ne? Also das eine ist gucken, in welcher Situation bin ich, und das andere ist, wie verhalte ich mich in dieser Situation. Und diese Unterscheidung ist jetzt nicht in eine, die sich überall durchzieht, sage ich mal, sondern diese Begriffe gehen also bei verschiedenen Autoren auch durcheinander. Während wir versuchen, diese Kontextsensitivität durchzuhalten, weil sie unserer Meinung nach eine wichtige verschiedene Aspekte aufzeigt, reden andere Leute vielleicht von Context Awareness, wenn sie beide Aspekte meinen. Das nur so als Hinweis, das muss man im Hintergrund behalten, wenn man Texte verschiedener Leute liest. Also Embeddedness, da geht es um die technische Dimension vielleicht eher, und dann die Context Awareness, dass man eben die Situationen erkannt werden. Und dann, was das im engeren Sinne zu dieser Systemintelligenz gehört, ist das personalisierbar, dass diese Geräte auf die persönlichen Anforderungen her adaptiert werden können, dass sie selber adaptiv sind, dass sie also sich verschieden, je nachdem, was man so macht, was man braucht, verschieden verhalten können, und dass sie, und das ist ein wichtiger Punkt, antizipatorisch sind, dass ich eben nicht explizite Human-Computer-Interaction machen muss, dass ich nicht explizit Dinge sagen muss, sondern dass sie durch das Lesen der Situation, ihre eigene Sensorik halt versuchen zu erkennen, was sind denn die Dinge, die ich das System machen soll. Das sind so die Aspekte, die für sie die ambiente Systeme erstmal ausmachen. Also embedded sowohl im technischen als auch im physikalischen als auch im
sozialen Kontext vielleicht, Embeddedness, Context Awareness und dann personalisierbar, adaptiv und antizipatorisch. Sie sagen aber auch, dass das in gewisser Hinsicht so auf der, wie Weiser gesagt hat, diese Technologie ist nur der erste Schritt, sagen sie auch, naja, aber wenn das, wir werden, je mehr die Technologie sich verhält im Alltag, desto größer werden auch unsere Anforderungen. Und wir haben zum Beispiel das auch bei Sprachassistenten schon in Experimenten festgestellt, wo wir einfach geguckt haben, wie Leute mit Sprachassistenten interagieren. Und da gibt es so eine ganz interessante Dichotomie an. Es gibt, beide Extreme sind, sind eher vertreten als der Middle Ground. Also Leute, entweder sind sie sehr, sehr skeptisch nach dem Motto, das Ding kann sowieso nichts und ich muss meinem Sprachassistenten genau sagen, was er tun soll, oder es wird denen eine viel größere Intelligenz zugeschrieben, als sie eigentlich tatsächlich haben. Und sie sagen aber, dass wir zumindest damit rechnen müssen, dass es höhere Anforderungen gibt. Und deshalb sagen sie, dass wir, dass diese Systemintelligenz, von der sie gerade eben gesprochen haben, auch durch eine soziale Intelligenz ergänzt werden soll. Und soziale Intelligenz, da beziehen sie sich hier halt auf einen Begriff, der schon relativ alt ist. Hier bei Thorndike, so definiert, the ability to understand, manage other people and to engage in adaptive social interactions. Na, also das ist eben über das hinausgehen, was wir gerade gesagt haben. Und sie sagen also, statt, während sie vorher so diese personalisiert, adaptiv und antizipatorisch haben, sagen sie halt, von der Personalisierung geht es zu socialized, ne? Dass sie auch soziale, nicht nur sich auf einen Menschen einstellen können, sondern auch auf Gruppen von Menschen. Was sie damit meinen, ist, dass zum Beispiel in bestimmten Situationen, wo mehr als eine Person, also in bestimmten Situationen soll ich halt als Gerät vielleicht nicht stören. während wir unsere Telefone vielleicht aktiv in einen Do Not Disturb Modus versetzen, ist für die halt wichtig, dass solche ambientintelligenten Systeme auch in die Lage versetzt werden zu sagen, okay, das ist jetzt eine Nachricht, der befindet sich gerade in einem Gespräch mit anderen Leuten und das ist jetzt eine Nachricht, die ist vielleicht jetzt nicht zeitkritisch, die halte ich jetzt mal zurück, ich störe ihn mal nicht mit dieser Nachricht. Dann hatten wir die Adaptivität, dass sie in Antwort darauf, wie ich mich verhalte, sich verändern. Vereinfacht gesagt sagen sie, naja, wir müssen auch empathisch sein. Ne? Also das ist ein System auch in bestimmten, ich bin nicht immer in der gleichen, im gleichen Mut. Ich habe nicht immer so manchmal, es gibt durchaus emotionale Situationen, wo mich Dinge nerven können, die mich ansonsten vielleicht nicht nerven. Und für sie ist also sozusagen ein empathisches System, also etwas, ein System, was auch versteht, oh, der ist gerade irgendwie on edge. Ich erzähle ihm jetzt mal eine Sache nicht, oder ich mache jetzt mal eine Sache nicht, die ihn normalerweise nicht stören würde. Na, das ist sozusagen ein weiterer Aspekt. Und das dritte ist, ja, statt irgendwie nur antizipatorisch, also ein System, was mit dem ich keine explizite Human-Computer-Interaction brauche, soll es sogar conscious sein, wo es also sozusagen nicht nur im Sinne von einer General Artificial Intelligence oder Artificial General Intelligence, dass es also nicht nur sich für ein mentales Modell, Anführungsstrichen mentales Modell von seinen Benutzern hat, sondern auch ein mentales Modell von sich selber, eine gewisse Self-Awareness hat. Das sind sozusagen die, wie gesagt, das sind Leute, die auch durchaus, das ist jetzt nicht irgendwie eine hochtrabende, oder das ist jetzt nicht unbedingt einfach eine wissenschaftliche ein wissenschaftlicher Diskurs, sondern das sind auch Leute, die tatsächlich aus der Industrie kommend das sagen, wir glauben, dass das notwendig sein wird. Die sagen uns nicht, dass irgendwie Philips im nächsten Jahr ein solches empathisches System verkaufen wird, aber sie sagen, das ist etwas, in die Richtung wird das gehen müssen. Sozusagen, sie bauen das in diesem Modell halt auf, dass sie sagen,
Die Ambienz, die wird dargestellt durch das Embedded Nest. Das ist auf jeden Fall etwas, was durchgesetzt sein muss. Und dann haben sie halt diese Systemintelligenz und soziale Intelligenz. Diese Context Awareness setzen sie hier eher bei der Systemintelligenz, nicht bei der sozialen Intelligenz. Und das ist eine Sache, die kann man sicherlich, das ist eine spannende Entscheidung, die da gewählt haben, dass sie sozusagen diese Context Awareness quasi durch ein System, was sowieso schon sozial, empathisch und bewusst ist, dass diese Context Awareness also als Qualität sowieso entstehen würde, während sie das irgendwie als technische Voraussetzung auf der Systemintelligenz finden. Das ist sicherlich eine Sache, die man auch sehr stark diskutieren kann. Steffen Posslat hat ein anderer versucht, Ansätze zu geben, zu beschreiben, was er sich unter ambiente Intelligenz so vorstellt. Das ist das Buch, was irgendwie auch. Also das andere war ein Artikel, der wird auch, den werde ich auch im LearnWeb zur Verfügung stellen. Die beiden letzten Sachen kommen so ins LearnWeb rein. Von Steffen Posslat, das ist halt das Stefan Posslat ist halt das, was jetzt ja, was in einem dieser bekannten von mir beschriebenen Bücher dabei ist, aber wir wollen jetzt mal auf ein paar Aspekte uns hier konzentrieren. Das ist so ein Beispiel, auch er fängt an sich an, das ganze Buch fängt damit an, dass er erstmal so ein paar Beispiele dafür gibt, was ambientintelligente Systeme gibt. Also da merkt man so ein gewisses Pattern, ne? Also Weiser hat das in seinem Artikel schon gemacht. Die Istag-Szenarien fangen mit Szenarien, also sozusagen fiktiven Situationen an. Posslat beschreibt existierende und fiktive Situationen, zum Beispiel hier die Idee der Personal Memories, dass wir dadurch, dass wir unser Telefon eigentlich jetzt die ganze Zeit mit dabei haben können, dauernd irgendwelche Fotos und Videos aufnehmen können. Die können im Hintergrund automatisch verknüpft werden mit dem Ort, an dem wir sind. Das braucht aber dann auch eine andere Technologie. Also wir können unseren Ort nur deshalb bestimmen, weil es eben auch dieses Netzwerk an Aktuatoren gibt, ne? Das ist nämlich die Satelliten gibt, die das GPS-Signal aussenden, dass wir können die Zeit, das Telefon weiß immer, welche Uhrzeit das haben, aber letztlich liegt es daran, dass wir irgendwie ein System haben, dass wir über das mobile Netzwerk einen Zeitstempel von unserem Provider kriegen. Unser Telefonprovider kriegt das Zeitsignal von der, zum Beispiel mittelbar von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die dann irgendwie eine Atomuhr irgendwo haben. Also all diese Sachen passieren ja auch schon im Hintergrund. Während wir sozusagen einfach ein Bild aufnehmen, von dem wir dann danach, wenn wir es dann irgendwie auch vielleicht wireless an unseren Drucker schicken, dass dann schon klar ist, wo ist es aufgenommen worden und zu welcher Uhrzeit. Auch das setzt ja schon eine technische Infrastruktur, ein Embeddedness, wenn man bei Arzt und der Reuter bleiben möchte, voraus. Und das Ganze kann ich dann, wenn ich das auch dann nochmal bei automatisch den automatischen Backup bei meinem Telefon aktiviert habe, dass es automatisch bei Dropbox oder Google hochgeladen wird, dann ist es danach in einer Datenbank. Und was dann zum Beispiel Google noch für mich macht, sozusagen, ist, dass es meine Bilder anguckt und sagt, oh, die sind alle der hat jetzt irgendwie im Laufe der letzten 48 Stunden 14, 15 Bilder in Heidelberg aufgenommen. Dann wird da vielleicht mal ein Trip, irgendwie so ein Kurzurlaub in Heidelberg gemacht haben. Dann werde ich ihn in einem Jahr mal daran erinnern. Er könnte noch mal nachgucken, wie es dann vor einem Jahr so sein Wochenende in Heidelberg aussah. Das sind alles Sachen, die im Hintergrund ablaufen, die versuchen sozusagen vorhandene Infrastruktur, vorhandene explizite Interaktion, Foto- oder Videoaufnehmen miteinander zu verknüpfen, um insgesamt aber mehr an User Experience zu liefern. Und das ist so die Grundidee, die man mit diesen ubiquitären oder ambienten Technologien verfolgen kann. Und er hat so ein paar Core Properties definiert für ihn. Zum einen paraphrasiert er Weiser so ein bisschen, dass sie nämlich Network verteilt und transparent zugreifbar sein müssen.
dass die Human-Computer-Interaktion, die Mensch-Computer-Interaktion weniger explizit sein soll und dass die Computer kontextaverse sein müssen. Also das ist sozusagen, das finden wir bei Weiser, und er sagt aber, naja, aber aus der heutigen Sicht, ein paar Jahre später, haben wir noch ein paar mehr Anforderungen. Das eine ist, dass sie eben auch autonom agieren können, ohne menschliche Interaktion. Und dass sie nicht mehr nur auf den Menschen reagieren sollen. Da spielen halt solche Dinge eine Rolle, wie dieser Service, dass vielleicht Bilder automatisch verbessert werden, dass das automatisch sortiert wird in irgendwelche Urlaubstrips, in Ähnliches. Und das eine weitere Anforderung, dass sie auch in verschiedenen Kontexten einsetzbar sein sollen. Also can handle a multiplicity of dynamic actions and interactions governed by intelligent decision making and intelligent organizational interaction. Sorry. Das ist eine weitere Anforderung, die er da setzt, und das was er halt hier, der Fokus, den er hier hat, ist eben die Dynamik, das ist eben eine dynamische Situationen sind, die sie eingesetzt werden. Ne? Während bei, zumindest in dieser Phase 1 bei Weiser noch relativ klar war, wir haben unser Board, wir haben die Tabs und die Pads, und die sind die hier dabei sind, und wir wissen auch, was für Geräte das ist. Haben wir hier jetzt sehr verschiedene Geräte. Wir wissen auch vielleicht von vornherein nicht genau, welche Geräte es sind und wie die miteinander interagieren können. Dazu sagt er halt, und das ist auch ein Unterschied zu Weiser, vielleicht, er sagt zumindest, vielleicht brauchen wir hierfür eine Art von KI. Wir müssen irgendwie mit unvollständigen und nicht deterministischen Interaktionen umgehen. Wir müssen verschiedene Kooperationen ermöglichen, aber auch Wettbewerb zwischen verschiedenen Mitgliedern einer Organisation, die sich, also wobei Organisation kann man jetzt, wenn man das erstmal so liest, ja auch sehr unterschiedlich verstehen, was hiermit eigentlich gemeint ist. Und aber auch, dass es eine reichhaltigere Interaktion gibt durch das Teilen von Kontexten, Semantiken und Zielen. Und damit, was hiermit auch gemeint ist, dass es gab ja sozusagen auch die große Bewegung hin zum Semantic Web, ne? Dass wir also mehr semantische Informationen auch haben. Was heißt das eigentlich? Wenn ich ein Foto einer bestimmten Person mache und danach eine Face Recognition. Erstmal, also wenn ich danach automatisch bei Facebook das hochlade und dann der Face Recognition darüber läuft und die mir sagt, das sind an sich deine Freunde, deine Facebook-Freunde, die auf diesem Foto zu sehen sind, ne? Das ist ja eine Anreicherung mit semantischer Information, die in dem Bild erstmal vorher nicht drin war, aber die eben durch durch ein reichhaltiges semantisches Modell durchaus machbar ist erstmal. Und dafür sagt er, brauchen wir halt auch vielleicht die eine oder andere Form von KI. Jetzt sehen wir ein paar Sachen, die ihm wichtig sind. Ist eben die Impliz auch hier sieht man wieder eine implizite Mensch-Computer-Interaktion. Das eine ist das, was ich auch schon angesprochen habe, mit der reicht es vielleicht aus, mit einer Müslischale an einem Ort zu sein? Ist das schon ein Aspekt, als ein Input an das System zu sehen, dass ich eben nicht irgendwie. Wenn ich aus meinem Büro rausgehe, irgendwie ein Schild umstellen muss, ich bin jetzt im Besprechungsraum, sondern dass dadurch, dass ich meinen Kaffeebecher mit in den Besprechungsraum nehme, wird klar, dass ich erst nur, dass ich dort bin und welcher Situation ich bin. Das ist das, was hier durch die explizite versus explizite HSI abgedeckt wird. Ein weiterer Bereich ist dieser Calm Computer. Und da ist so die Frage ist natürlich, wenn Weiser davon redet, dass die Technologie in den Hintergrund treten soll, was heißt das eigentlich? Und die Idee des Calm Computers ist also etwas, ein System, was sich auch ein bisschen mehr an der Peripherie unserer Wahrnehmung bewegt. Kann zum Beispiel ein, und da haben wir jetzt auch eine Verbindung zu Tangibles und ähnlichen Ideen. Hier auch wieder sehen werden, kann ich zum Beispiel halt als auf eine sehr, sehr
plakative Ebene heruntergebrochen, ich kann ja eine Grammatik-Check in einem, oder ein Syntax-Check in einem Textverarbeitungsprogramm ja auf verschiedene Arten und Weisen machen. Ne? Ich kann so das, was klassischerweise das erste war, dass ich irgendwie so ein Wörterbuch durchlaufen lasse und dass ich jedes Wort anguckt und dann bei jedem Wort stoppt und sagt, hast du dieses Wort richtig geschrieben? Und was man ja inzwischen aber eigentlich macht, ist, dass man im Hintergrund eine Rechtschreibkontrolle laufen lässt, die einfach Worte, von denen das System denkt, dass sie falsch geschrieben sind, mit einer roten Linie untermalt oder grammatische Konstrukte, die da meine Textverarbeitung vielleicht nicht sinnvoll findet, mit einer grünen Linie unterschreibt. Und das ist so, geht schon in die Richtung des Calm Computers, also etwas, was nicht in your face explizit etwas macht, sondern dass dadurch, dass irgendetwas in der Umgebung geändert wird, in diesem Fall einfach noch relativ explizit, klar, dass an diesem Beispiel zumindest, die farbliche Unterlegung sich ändert, dass hier der Computer mir etwas mitteilt. Ne? Und das ist so auch so eine Idee des Calm Computing, etwas, was nicht irgendwie eine explizite Aufmerksamkeit sofort braucht, sondern dass in der Peripherie meiner Wahrnehmung einfach funktionieren kann. Ne? Dass ich zum Beispiel als Netzwerkadministrator die Aktivität meiner Firewall durch ein Regengeräusch darstelle. Also wenn und das heißt halt, wenn irgendwie gerade ein Angriff auf meine Systeme stattfindet, also dass meine Firewall mehr zu tun hat, wird der Regen stärker. Das heißt, da ist so die Hoffnung, ich habe ein System, was da ist, was etwas kommuniziert, aber was nicht unbedingt immer die Aufmerksamkeit verlangt. Das ist so das, was man bei Calm Computing oft denkt. Und auch eine interessante Sache, die er auch anspricht, ist, dass wir auch gucken müssen, wir haben irgendwie so einen Übergang zwischen, wir haben auf der einen Seite so diese, was wir auch in der Medieninformatik schon angesprochen haben, so diese Bandbreite von Realität und Virtualität mit dazwischen irgendwie einer angereicherten Virtualität und einer angereicherten mit auf der einen Seite einer angereicherten Virtualität, auf der anderen Seite einer angereicherten Realität, also Augmented und dieser ganze Bereich der Mixed Reality, aber eben auch diese Idee der Embodied Reality und damit auch an dieser Stelle kommt er wieder an dieses Tangible Computing ran, ne? Also dass wir auf der einen Seite die Darstellung, dass zum Beispiel die Welt erweitert wird durch eine Darstellung von digitalen Symbolen, also dass wir, was auch in die Richtung des Beispiels des Calm Computing geht, kann man auch hier wieder nehmen, also indem ich die Welt akustisch anreichere, werden mir Informationen über die digitale, werden mir in der physikalischen Welt, wenn man das so sagen möchte, Informationen über die digitale Welt gegeben. Das ist eine Anreicherung der Realität, aber eben auf der anderen Seite, dass ich dann zum Beispiel dadurch, dass ich mein Schlüssel an eine bestimmte Stelle des Schreibtisches lege, dass ich dann auch ein Symbol an das eine Änderung im System hervorrufe, dass dann gesagt wird, okay, der ist in seinem Büro und ist jetzt zum Beispiel wieder zugreifbar für irgendwie Telefonate, während ich im Besprechungsraum war, mein Schlüssel nicht an einer bestimmten Stelle des Schreibtisches lag, dann vielleicht ich das gleich an den Anrufbeantworter weitergeleitet werde. Context Awareness hat eher in erster Linie drei Aspekte, die da eine Rolle spielen für ihn. Das ist die physische Umgebung, welche Menschen da sind und was sozusagen die technische Kontext ist. Und das ist, wenn man so möchte, hat man hier in dieser ICT Virtual Environment Kontext, das ist sozusagen die technische Seite, welche Geräte sind da, welche anderen Services sind zugänglich und welche anderen Menschen sind da, ist in seinem Human-Kontext, da sieht man schon, das ist, wo dieses Best-Practice-Kontext-Model auch wieder aufscheint. Ne? Also hier für Postlat spielen diese drei Hauptkategorien eine Rolle und die haben wir halt versucht, auch in unserem Modell der verschiedenen Kontextparameter aufzugreifen. Er sagt auch eine aktive versus eine passive Context Awareness, also inwieweit ist eine
aktive Veränderung notwendig, damit diese Context Awareness hergestellt wird. Und in die Richtung der Personalisierung, wenn man so möchte, gehen, ist so seine Idee der User Awareness. Wer ist was, beziehungsweise auch, da, wenn man dann zur sozialen Intelligenz darüber hinaus darüber gehen möchte, inwieweit ist dann auch eine soziale Awareness für die Menschen notwendig, die hier in meinem Umfeld vorhanden sind. Und als letztes, er hat noch ein paar mehr Sachen, aber als letztes möchte ich hier nochmal seinen Gedanken vorstellen, dass er auch eine größere Autonomie an sich, über eine größere Autonomie nachdenkt, also um auch die menschliche Interaktion zu minimieren, dass man nicht mehr so viel selber tun muss, sondern dass das System auch selber was machen muss. Und dann ist sagt er, es ist auch ein Spannungsfeld. Wir müssen Systeme haben, die auch irgendwie die auch eine gewisse Maintenance-Freundlichkeit mit sich bringen, dass ich die also leicht warten kann. Vielleicht eher noch das als tatsächlich Systeme, die selbst heilende Systeme, die ja auch in der Diskussion sind, ne? Das ist, glaube ich, ein Aspekt, und deshalb finde ich es auch spannend, bei verschiedenen Leuten zu gucken, was ist für die eigentlich wichtig. So dieser Aspekt der Maintenance von Systemen, Administration von Systemen, ist, glaube ich, etwas, was wir bei den anderen auch noch gar nicht so gesehen haben. Insofern ist es spannend, dass das Stefan Posler die hier noch mit reinbringt. Also für ihn läuft das Ganze in so einem großen, also das ist sozusagen sein erstes, so ähnlich wie unser erstes Architekturmodell, ist das sein erstes Modell, wie das so ein Ubicom-System passieren möchte. Hier haben wir also unser Ubicom-System und hier haben wir solche Begriffe wie die Autonomität, wie die Context-Awareness, die Intelligenz. Wir haben sowas ja, ich nenne es jetzt, es ist kein Netzwerk-Layer, aber das ist vielleicht so das, worüber man da vielleicht einen Zugang findet. Dann haben wir halt unsere virtuellen Umgebungen, die sich uns in die einzelnen Geräte auch einfügen müssen. Wir haben das physische Environment, in dem wir uns befinden, in dem das System sich verhalten muss, dass es rausfinden muss, wie sieht das physische System gerade aus und wie muss ich es verändern? Und dann das Human Environment, und da hat er halt diese persönliche, soziale und Public-Sphären unterschieden. Das finde ich auch eine spannende Geschichte. Wir haben ja bis jetzt nur gesagt, okay, wir haben so diese persönliche Interaktion mit Geräten, auch das Personal Computing, und wir haben vielleicht das Social Computing, und dass er aber auch nochmal sagt, naja, wir können aber auch da verschiedene Abstufungen unterteilen. Ne? Wir haben so wir haben einerseits das Persönliche, und dann haben wir eben, dass sich vielleicht eine Person im Freundeskreis oder im Kolleginnenkreis befindet. Und wir haben auch das öffentliche Verhalten. Und da kann man jetzt auch überlegen, ja, also vielleicht sollten auch unsere Geräte, je nachdem, wie wir uns auch da unterschiedliche und sich unterschiedlich verhalten oder unterschiedliche Möglichkeiten liefern. Also ich meine, wenn ich meine persönlichsten Sachen sollte ich vielleicht schon in diesem sozialen Bereich nicht mehr deutlich machen, aber wenn du jetzt überlegst, wie ja, wenn man so im ICE sitzt und wie häufig man dort von anderen Leuten Sachen mitkriegt von offensichtlichen Geschäftsgeheimnissen, die am Telefon mal kurz diskutiert werden, bis hin zu Familiendramen, die relativ öffentlich zelebriert werden am Telefon. Ja, das ist sozusagen, dass er da sagt, na, es gibt da durchaus Sphären, die man noch weiter unterteilen müsste. Das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte eigentlich. Ich glaube, von Bardam und Friday, das ist jetzt ein Artikel aus dem Ubiquitous Computing Fundamentals Buch von John Crum, was ich auch in der Literatur drin habe. In Anbetracht der Zeit werde ich da jetzt, glaube ich, jetzt nicht mehr ins Detail gehen, was sie halt auch gesagt haben, naja, wir haben das, was wir im Moment haben, ist das Personal Information Management. Wir müssen aber hingehen zu einem, insofern, in gewisser Hinsicht wiederholen sich jetzt auch ein paar Aspekte.
Wir haben ein heterogenes Set von Devices, eine heterogene Menge von Devices mit verschiedenen Betriebssystemen, verschiedenen Networking-Interfaces. Und da müssen wir jetzt damit, wir gehen weg von einem One-to-One-Model, wie wir es bei PCs haben, hin zu einem, wo eine Person viele Geräte benutzen kann, aber auch mehrere Leute das gleiche Gerät benutzen können. Ne? Carsharing, Device-Sharing. Interaktion wird vielleicht implizit, dadurch, dass ich bestimmte, ja, dass ich bestimmte Dinge mache, mein Verhalten sich ändert, das ist ein Input an das System. Aber auch explizite Interaktion geht weg von Maus, Keyboard hin auch zu so etwas wie Gesten und Sprache. Wir wissen, wo die Leute sich befinden. Das Networking ist vielleicht nicht mehr so sichergestellt. Das ist ad hoc. Wir haben Geräte, Embedded-Geräte, die weniger Ressourcen haben, auch wenn uns die Industrie immer neue Geräte verkaufen möchte, die immer größere Leistungen haben. Es ist trotzdem so, dass wir eine relativ limitierte Bandbreite haben. Das führt auch dann dazu, dass wir ein so ein Ressourcen-Awareness haben, dass wir irgendwie gucken müssen, wie können wir mit weniger Energie auskommen. Wie können wir zum Beispiel wenn wir Video-Streaming machen, dass wir je nachdem, welche Bandbreite wir gerade haben, diese ad hoc, diese Netzwerkprobleme, die ich gerade besprochen habe, aber auch der Batterie in Betracht ziehend eine geringere Bandbreite haben oder sagen, bestimmte Aspekte, bestimmte Dinge sind an dieser Stelle nicht möglich, du musst woanders hingehen. Energy Harvesting, also dass Geräte auch versuchen, entweder selber Systeme, selber Energie erzeugen, ne? Also dass ich die Variable-Sensoren aufladen durch meine Bewegung. Ich meine, ihr kennt so mechanischen Automatikuhren, die sich immer selber aufziehen, dadurch, dass ich sowieso gestikuliere und dann haben wir halt irgendwie so ein Gewicht da drin, was durch diese Bewegung hin und her bewegt wird. Das ist eine mechanische Energie, die wird dazu benutzt, das Gerät aufzuziehen. Genauso kann man solche Dinge ja benutzen, um Energie zu erzeugen. Wenn ich Geräte habe, die relativ wenig Energie brauchen, Strom zu erzeugen, wenn ich jetzt Geräte habe, die relativ wenig Strom verbrauchen, reicht das vielleicht schon aus, meine Variables eben nicht laden zu müssen, sondern dadurch, dass ich mich eh bewege, dann dadurch werden dann der notwendige Strom erzeugt. Aber auch solche Sachen wie, dass ich einfach gucke, was ist an dieser Stelle das Sinnvollste. Wenn ich zum Beispiel sowieso ein Chromecast-Device habe, das an die Steckdose angeschlossen ist, und ich möchte an einem bestimmten Ort Musik hören, dann kann ich vielleicht den Stream von meinem Telefon aus anstoßen und kontrollieren, aber er wird auf einem Lautsprecher abgespielt, der ans Stromnetz angeschlossen ist. Ne? Also sozusagen der Stream wird direkt dorthin geschickt. Ja, dass dieses das, was wir darüber auch schon gesprochen haben in der Diskussion, wir müssen damit umgehen, dass wir, wenn wir in einen Raum kommen, zum Beispiel, dass wir herausfinden, welche Interaktionsmöglichkeiten gibt es, welche Devices gibt es hier. Wie kann ich vielleicht den Projektor benutzen, der jetzt hier gerade in diesem Besprechungsraum vorhanden ist? Wie kann ich dann auf existierenden Technologien aufbauen, um das zu machen? Wir hatten jetzt das Beispiel der Near-Field-Kommunikation ja schon genannt. Und welche Challenges gibt es da noch? Rekonfigurierbarkeit in einer anderen Hinsicht, dass die Devices vielleicht mal plötzlich nicht mehr da sind und dann vielleicht, weil jemand den Raum verlassen hat oder weil die Batterie leer ist oder ähnliches. Das sind alles Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen. Verschiedene Geräte mit verschiedenen Spezifikationen, verschiedene Betriebssysteme, dass wir damit umgehen müssen. Ja, und dann sind da ein paar Anforderungen raus. Wir kommen jetzt in den Anforderungsbereich, weniger in den Bereich dessen, was das ausmacht. Standards, das brauchen wir an der Stelle.
Und wichtig ist halt für Sie nochmal zu sagen, insgesamt sind wir in einer Umgebung, die wesentlich komplizierter und komplexer ist und wesentlich stärker im Fluss befindet, als das, was wir bisher eigentlich am Computing Environment gesehen haben. Die Leute, die Dinge können an unterschiedlichen Orten benutzt, die Artefakte können an unterschiedlichen Orten benutzt werden von unterschiedlichen Leuten. Es gibt Dinge, die vielleicht persönlicher sind, Dinge, die weniger persönlicher sind. Und da müssen wir eine andauernde Rekonfigurierbarkeit feststellen. Wir müssen auch sehen, dass man vielleicht mit einer Aufgabe an einem Gerät be beginnt, aber dann irgendwie, was weiß ich, ich recherchiere etwas an meinem Bürocomputer, möchte dann aber irgendwie zum Abendessen nach Hause und bin aber noch nicht fertig. Werde also meine Arbeit vielleicht im Bus fortsetzen, indem ich bestimmte Aspekte auf meinem Telefon weitermache. Das muss alles irgendwie, und wie können wir da sicherstellen, dass diese Kontexte von meines Task auch transferiert werden, dass ich noch eben weiter mit solchen Dingen noch weiter arbeiten kann, wenn ich das tue. Das ist eine Sache, die auch wichtig wird. Und dann auch ganz klar so, wie gehen wir eigentlich damit um, dass Systeme unsichtbar werden? Was heißt das eigentlich? Welche Herausforderungen haben wir darüber? Also das sind auch wieder Sachen, ihr seht, die teilweise auch in diesen anderen Modellen, was weiß ich, von Arts und Postlarts aufgetaucht sind, aber die vielleicht jetzt hier noch eine neue Dimension bekommen. Als fundamentale Änderung auch unserer Interaktion. Also hier das, was Postlat mit Calm Computing genannt hat, hier haben wir plötzlich Systeme, die nicht mehr andauernd im Fokus der Aufmerksamkeit der Benutzer stehen. Manchmal brauchen wir aber diese Aufmerksamkeit. Wie können wir diese herstellen? Welche Möglichkeiten, welche Devices haben wir überhaupt, um Aufmerksamkeit herzustellen, wenn wir keine Displays mehr hätten? Na? Also wie soll denn ein System uns sagen können, oh, ich habe gerade ein Problem, ich kann die Haustür für dich nicht mehr abschließen, weil jetzt irgendwie der Elektromotor ausgefallen ist. Ne? Und beim unsichtbaren Computing gehen viele unserer herkömmlichen Betrachtungsweisen, wie Computerinteraktion stattfinden kann, die sind einfach nicht mehr anwendbar. Soweit der Mitschnitt der Kurzsprechstunde. Eure Fragen, Kommentare und Anmerkungen können wir gerne im LearnWeb weiter diskutieren.